für die Schließung der Grenzen gegen die Bundesregierung. Die AfD nimmt die mutmaßliche Gruppenvergewaltigung von Freiburg zum Anlass für Protest. Was heute kommt, wie gesagt, einreist, ohne Pässe, das ist für mich absolut No-Go. Nicht nur mit dieser Vergewaltigung allgemein. Die Stimmung unversöhnlich. Den bis zu 500 AfD-Demonstranten gegenüber stehen rund 1500 Menschen, die sich dagegen wehren, dass die mutmaßliche Tat politisch ausgeschlachtet wird. Da ist was Entsetzliches passiert, was ganz Furchtbares. Und ich möchte nicht, dass das für irgendeine politische Richtung benutzt wird. Hier soll sich die Tat ereignet haben, in einem Gebüsch in der Nähe einer Disco. Eine Frau mutmaßlich vergewaltigt von einer Gruppe junger Männer. 7 syrische Flüchtlinge und ein Deutscher sitzen in Untersuchungshaft. Alle mutmaßlichen Täter sind Polizei bekannt. Gegen einen lag ein Haftbefehl vor, der aus polizeitaktischen Gründen aber nicht vollzogen wurde. Die Stimmung in der Stadt erinnert an die Zeit nach dem Tod von Maria Ladenburger vor 2 Jahren. Die Studentin wurde damals vergewaltigt und ermordet, der Täter ein vorbestrafter Flüchtling. Freiburg im Fokus, wieder einmal. Das sind jetzt sehr bedauerliche Einzelfälle, die jetzt hier stattgefunden haben. Aber deswegen Freiburg irgendwie in eine besondere Ecke zu rücken, das hielt ich für völlig falsch, völlig daneben. Also meine Mutter hat selber zu mir gesagt, ich sollte bitte nicht alleine mehr abends durch Freiburg rumlaufen. Ich soll meinen Freund mitnehmen oder mit Freunden hier rumlaufen und nicht mehr alleine. Ist das eher unwohl. Der Oberbürgermeister fordert eine bessere Ausstattung der Sicherheitskräfte. Wir haben in unserem Polizeipräsidium rund 140.000 Überstunden. Das heißt, wir brauchen eine strukturelle Entlastung der Polizei. Das heißt, mehr Polizistinnen und Polizisten. Das ist aber schwierig umzusetzen. Wie man die Sicherheitslage in Freiburg verbessern kann, dazu soll es nun Gespräche geben.